Sie hatte früher ja immer nur die Besten und Interessantesten eingeladen. Aber wirklich nur so lange, wie die wirklich die Besten und Interessantesten gewesen waren. Ja! Sie hatte den Cirque du Soleil 1986 in Avignon gesehen und eingeladen. Schließlich wie in einem dantesken Leugnungsprozess durch verschiedene Szenarien geführt, als solle sie statt bühnenkompatiblem Elend mal das Theater der Wirklichkeit kennenlernen. In diesem Weg blenden sich Erinnerungen ein, aber auch Reflexionen über die Irrtümer und Klischees, denen die vom Kulturschmus eingelullte Selma aufgesessen war. Riddles and Exams, Rätsel und Prüfungen, das sei das Leben. So lautet am Ende das banale Resümee. Besser ließe sich das Scheitern und eine tiefgreifende Desillusionierung nicht eingestehen. Also, ich meine, wir kennen alle die Versehrungen, die der Theaterbetrieb anrichtet. Und ich weiß auch nicht, was die Wiener für ein Problem mit der Strehowitz haben. Und dann sagen sie auch noch, der Roman sei nicht mehr zeitgemäß, nur weil er 5 Jahre alt ist. Also, ich verstehe das irgendwie nicht.